In Bogen war es früher schon kalt und im Winter erst recht, denn die dicken Steine speichern auch die Kälte. Damals kamen sie auf den praktischen Trick, Wandteppiche an die Burgmauern zu hängen, um die Wärme drinnen zu halten. Aber man hing nicht einfach irgendwas an die Mauern. Die Wandteppiche sollten schön sein, heroisch und mit einem Wow-Effekt. Die alten Griechen entwarfen auch Teppiche, aber für die Wände ihrer Himmelsburg. Es waren prachtvolle Teppiche aus Sternen gewebt. Alle 48 Sternbilder der nördlichen Hemisphäre wurden von den Griechen erkannt und benannt. Die Geschichte von Andromeda wird auf einem dieser Sternenteppiche gezeigt. Darauf sind 7 Sternbilder abgebildet, die sich über den gesamten Herbsthimmel erstrecken. Außerdem sind auch detaillierte astronomische Beobachtungen zu sehen, die als Glanzlichter im Himmelsteppich erscheinen. Zuerst ist da das Sternbild Cassiopeia. Es steht für die Königin des ältesten Reiches in Afrika, Äthiopien. Wenn das Sternbild Cassiopeia am Horizont zu sehen ist, sieht es aus wie eine Treppe, die zur Milchstraße hinaufführt. Daher wird auch angenommen, dass die Stufenpyramiden vom Sternbild Cassiopeia inspiriert wurden. Auf jeden Fall ist Cassiopeia ein schönes Sternbild, was darauf hindeutet, dass Königin Cassiopeia auch eine schöne Frau war. Sie war hübsch, aber auch eitel, was die dramatische Handlung in Gang setzte. Cassiopeia siehst du am Nachthimmel gegenüber von Ursa Major, dem Nordstern. Wie Ursa Major umkreist Cassiopeia den Nordstern und ist daher ein zirkumpolares Sternbild. In Cassiopeia wurde um 1680 Erdzeit eine Supernova beobachtet, Cassiopeia A, die sich etwa 11.000 Jahre zuvor ereignet hatte. Der Satellit Chandra, mit einem Röntgenteleskop ausgestattet, hat vor kurzem ein außergewöhnliches Foto der Supernova-Reste aufgenommen. Zu sehen sind die Elemente Schwefel, Calcium, Silizium und Eisen inmitten der sich ausdehnenden Wolke mit ihrer hochintensiven Röntgenstrahlung. Cassiopeias Ehemann ist auch ein zirkumpolares Sternbild, ein kleiner, unscheinbarer Stern namens Cepheus. Er hatte ein eigenes Königreich. Der Zusammenschluss von Reichen durch Heirat ist in der Geschichte üblich. Cepheus war ein König von Phönizien. Damals gab es aber viele Könige in Phönizien, denn Phönizien war eine Ansammlung von vielen Stadtstaaten am westlichen Ufer des Mittelmeers. Das Sternbild Cepheus befindet sich im Gebiet zwischen Cassiopeia und dem Nordstern. Cepheus wurde für die Astronomie wichtig, denn die Astrologin Henrietta Swan Leavitt entdeckte, dass die Sterne in regelmäßigen Abständen pulsieren. Die Pulsationsrate eines Sterns zeigt die wahre Helligkeit und ermöglicht so eine genaue Messung der Entfernung zum Stern. Die Entdeckung der veränderlichen Sterne, den Cepheiden, benannt nach dem Stern Cephei im Sternbild Cepheus, war ein großer Durchbruch für die Astronomie des frühen 20. Jahrhunderts. Das Königspaar Cepheus und Cassiopeia hatten eine Tochter, Andromeda, die auch eine Schönheit war und um die sich der ganze Wirbel dreht. Cassiopeia prahlte eines Tages mit ihrer und der Schönheit ihrer Tochter Andromeda. Wir sind schöner als alle Frauen auf der ganzen Welt. Wow, solch eine Überheblichkeit kann man einer Königin verzeihen. Aber dann ging Cassiopeia noch weiter und überschritt alle natürlichen Grenzen. Wir sind sogar noch schöner als alle Nereiden. Die Nereiden waren in der griechischen Mythologie Meeresnymphen, also Töchter des Ozeans. Die 50 Nereiden, die für ihre Schönheit und ihre Freundlichkeit gegenüber den Seefahrern bekannt waren, fühlten sich beleidigt, dass sich eine einfache, sterbliche Frau über sie stellte. Cassiopeia musste bestraft werden, weil sie mit ihrer überheblichen Eitelkeit die Grenzen der bürgerlichen Ordnung überschritten hatte. Und dafür wurde das gesamte Königreich Äthiopien mit einer unnatürlichen Strafe belegt. Ein Ungeheuer tauchte vom Grund des Ozeans auf, symbolisiert durch das Sternbild Ketus, und begann die Küstendörfer Äthiopiens und die äthiopischen Fischereischiffe zu zerstören. Passenderweise ist Ketus ein Sternbild der südlichen Himmelshalbkugel. Das flächenmäßig viertgrößte Sternbild liegt in einem dunklen Teil des Himmels, der Ozean genannt wird, und nur sein Kopf ragt über den Himmelsäquator hinaus. In diesem Teil des Himmels gibt es mehrere Sternbilder, die mit Wasser zu tun haben. Fische, der Wasserträger Wassermann und Eridanus, der Fluss. Heute wurden schon über 50 Exoplaneten im Sternbild Ketus entdeckt. Du kannst dir sicher sein, dass das James-Webb-Weltraumteleskop die Spektren der Atmosphären dieser Planeten ausgiebig analysieren und nach Anzeichen für Leben suchen wird. Derweil mussten Königin Cassiopeia und König Cepheus etwas gegen das Monster unternehmen, das die Küsten Äthiopiens verwüstete. Sie befragten ein Orakel, um sich wieder in den Bereich der Vernunft und der Natur zu begeben.
Sag uns, Orakel, was können wir tun, um das Monster davon abzuhalten, unser Königreich zu zerstören? Dieses Monster ist keine normale Plage der Natur. Es wurde ein Vergehen gegen das höhere Reich begangen und das Monster ist die Strafe dafür. Es kann nicht mit normalen Mitteln aufgehalten werden. Nur ein Menschenopfer des edelsten Wesens kann die Bestie besänftigen. Ein Fehler jagt den nächsten. Die edelste Person des Königreichs ist natürlich Prinzessin Andromeda. Auf Befehl ihres Vaters und mit dem Einverständnis oder vielleicht auch nur auf Anraten ihrer Mutter wird Andromeda an einen Felsen an der Küste gekettet. Sie ist das Menschenopfer, von dem sich ihre Eltern die Rettung ihres Königreichs erhoffen. Wow. Ta-ta-ta-ta! Und hier kommt der griechische Held, der den Tag rettet, indem er die Opferung beendet und Ketos in Stein verwandelt. Es ist Perseus. Woher kommt Perseus? Der Legende nach von den Hebriden. Perseus ging zu den Hebriden, um die Gorgone Medusa zu verfolgen. Auch die geologische Bandbreite dieses Himmelsteppichs ist unglaublich. Von den Hebriden bis zum Roten Meer. Die Hebriden sind ein Archipel aus felsigen Inseln vor der Westküste Schottlands. Damals war es unmöglich, noch weiter zu segeln und die Hebriden waren die Grenze der Welt. Aber Perseus segelte nicht zu den Hebriden, sondern er flog einfach auf seinem Paar geflügelter Sandalen. Hey, voll cool, Perseus! Medusa war einer der größten Bösewichte dieser Zeiten und wenn du sie angesehen hättest, wärst du sofort zu Stein erstarrt. Perseus war also in großer Gefahr. Und was hat unser Held getan? Anstatt Medusa anzuschauen, nutzte Perseus das wissenschaftliche Prinzip der Spiegelung. Er tötete Medusa, indem er sich an ihrem Spiegelbild in seinem polierten Schild orientierte. In unserem Sternenteppich ist Perseus dargestellt, wie er den abgeschlagenen Kopf der Medusa hochhält. Am Nachthimmel öffnet sich ein Auge im Kopf der Medusa, schließt sich und öffnet sich wieder. Arabische Astronomen gaben dem Stern den Namen Al-Ghol, was so viel wie Dämon heißt. Al-Ghol ist ein verfinsternder Doppelstern. Ein Stern ist hell, der andere nicht so. Und wenn der schwächere Stern den hellen Stern umkreist, zieht er vor dem hellen Stern vorbei und verfinstert ihn und das Auge der Medusa schließt sich. Da der schwache Stern 2 Tage, 20 Stunden und 49 Minuten braucht, um den hellen Stern zu umkreisen, öffnet sich das Auge im Kopf der Medusa etwa alle 1,5 Tage. Das Sternbild Perseus liegt direkt unter Cassiopeia und du kannst sehen, ob Al-Ghol verfinstert ist, also ob das Auge der Medusa offen oder geschlossen ist. Perseus flog von den Hybriden zurück, begleitet von Pegasus, dem geflügelten Pferd. Der zentrale Teil von Pegasus ist das große Quadrat, das aus 4 Sternen besteht. Da sich die Erde um die Sonne dreht, befindet sich das große Quadrat im Herbst genau in der Mitte des Nachthimmels. Im Sommer befindet sich das Sommerdreieck aus Vega, Daneb und Altair in der Mitte des Nachthimmels. Im Frühling ist es Leo, der Löwe, und im Winter Orion, der Jäger. Das sind die 4 Mauern der Himmelsburg, die die alten Griechen entworfen haben. Und alle sind mit wunderschönen Sternenteppichen geschmückt. Das Sternbild Andromeda teilt sich einen Stern namens Alpheratz mit Pegasus. Es ist ein Stern an den Ecken des großen Quadrats und es sieht so aus, als ob Andromeda auf Pegasus reiten würde. Ihre Krone, du erinnerst dich, dass sie eine Prinzessin ist, schwebt darüber in M31, der Andromeda-Galaxie. Um M31 zu sehen, überquere die Ecken des großen Quadrats vom untersten Stern zum obersten Stern und wandere dann mit deinen Augen ein Stück weiter nach links und du siehst die Andromeda-Galaxie. Achte aber darauf, dass du sie aus dem Augenwinkel betrachtest. Das nennt man indirektes Sehen. Die Augenwinkel sind lichtempfindlicher, sodass du die riesige Spiralgalaxie, die 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt ist, als Lichtfleck sehen kannst. Er ist sogar 1,5-mal breiter als der Vollmond. Zurück zu Perseus. Er findet Menschenopfer nicht so gut, also verhindert er die Opferung und rettet Andromeda, indem er Ketos dem Blick der Medusa aussetzt. Und hier sehen wir den 2. Doppelstern in unserem Sternenteppich, Mira, der Herzstern von Ketos, dem Seeungeheuer. Mira, von dem wir das englische Wort Mirror, Spiegel, haben, passt so gut zu einer Geschichte über eitle Schönheit. Er ist auch ein verfinsternder Doppelstern. Der schwache Stern, der den hellen Stern umkreist, ist ein weißer Zwerg, der nicht hell genug ist, um ihn mit bloßem Auge zu sehen. Dadurch entsteht der Eindruck, dass das Herz von Ketos stillsteht. Mira wird verfinstert und verschwindet. Dieser Zyklus wiederholt sich alle 332 Tage. Also, unser fabelhafter Sternenteppich zeigt die beiden einzigen mit bloßem Auge sichtbaren verfinsternden Doppelsterne und die nächstgelegene Spiralgalaxie.
Auch der Held, der keine Menschenopfer mag und das wissenschaftliche Prinzip der Reflexion nutzte, um mythologische Monster zu bezwingen, ist darauf abgebildet. Wow, so einen Teppich würde ich mir auch in meine Burg hängen.